Willkommen bei einem Espresso mit Marc Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Gestern haben wir schreckliche Nachrichten aus Hanau bekommen. Ein Mann hat 10 Menschen und sich selbst umgebracht. Und schrecklich daran ist nicht nur die Tat, sondern dass er zutiefst rassistisch motiviert war. Sprich, er hat gemordet als Terrorist, weil er einen Hass auf alles Fremde hatte. Und deshalb müssen wir uns in der Politik jetzt 2 Fragen stellen. Erstens, sind die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern ausreichend für den Terror gegen rechts gewappnet? Wir haben als erstes eine Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums beantragt, um uns berichten zu lassen, was die Maßnahmen und die Strategien gegen rechten Terror sind, um zu überprüfen, dass wir da auch gut aufgestellt sind. Zweitens, der Mörder von Hanau, der Terrorist von Hanau, hatte eine ganz irre Idee im Kopf. Das war aus seiner Abschiedsbotschaft ersichtlich. Er glaubte an die Idee des sogenannten großen Austauschs. Die AfD spricht auch gern von Umvölkung, also dass die angestammte Bevölkerung in Deutschland gezielt durch andere Menschen ersetzt werden solle. Und jetzt muss wirklich endlich Schluss sein. Das ist der Stoff, aus dem die Hasspredigten von Leuten wie Björn Höcke gestrickt sind. Und wenn die jetzt nicht endlich erkennen, dass sie mit ihren Hetzpredigten aufhören müssen, weil sie wirklich damit das Leben von Menschen gefährden, ist niemand mehr zu helfen. Und jeder, der sie wählt, muss wissen, was für gefährliche Menschen er damit unterstützt.